Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum neuen angespielt Merch Magic. Eine App, die irgendwie vor kurzem bei mir noch abgestürzt zu sein scheint. Weil ich die eigentlich vor kurzem noch probiert habe. Aber, interessanterweise, scheint es wieder zu funktionieren. Ja, habe ich vor kurzem probiert tatsächlich. Weiß nicht, woran es lag, dass es abgestürzt ist. Auf jeden Fall, ich habe es in der Werbung ganz oft gesehen, dieses Spiel. Und an sich sieht es auch total interessant, also so merchmäßig total interessant aus, so vom, ja, vom Ansehen her erstmal an sich. Weiß nicht, wie es im späteren Verlauf sein wird. Irgendwie kann ich mir das schwer vorstellen, dass das langfristig Spaß macht. Aber hey, gucken wir uns das doch einfach mal an. Antippen. Hilf mir, bitte, Mi. Ich stecke in diesen Idolen fest. Zieh sie nebeneinander, um sie zusammenzufügen, um mich zu befreien. 100 Punkte. Ich bin halt Wachspitze! Danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Nixie. Böse Hexen haben mich in Stein gefangen. Sie haben außerdem alle Versteckten das Land verflucht. Du bist unsere letzte Hoffnung. Wirst du unsere Welt retten? Als erstes müssen wir Eier finden. Schauen wir uns mal das nächste Level an. Na, und wann hast du also eine riesige Welt, wo du super viel merchen kannst? Aber scheinbar sind das instanzierte Dungeons. Fliege zur Weltkarte. Der Anfang. Spiele. Wir haben sogar noch Zeit. Hier sind keine Eier. Übrigens habe ich diese magischen Schriftzeichen in den Levels gelassen, um dir zu helfen. Tippe sie, um mehr über das Spiel zu erfahren. Probier's mal. Frei im Land herumziehen. Drei da. Okay. Na gut. So, und die drei müssen wir jetzt auch zusammenziehen. Ja. Entdecke gesegnete Blüte. Ein Highscore von 60. Und der Anfang 2. Was ist hier gewesen? 11 Sekunden, okay. Ist aber scheinbar nur so just for fun. Du gewinnst ein Level, wenn du ein bestimmtes Objekt geschafft hast. Diese Sterntaste zeigt dir, was zu tun ist, für Dinge zusammen, bis du gewinnst. Jünger Obststrauch. So. Und alle drei zusammen merchen, bitte. Dann halt so. Mhm. 440er Score. Ich kann damit scheinbar auch nichts tun, oder? Die Frage ist, was bringt es halt? Um die Gartenfreiheit zu schalten, gewinne drei weitere Level. Ich habe halt irgendwie nichts mystisches, mythisches Plateau. Tja, boah, mythische Idole, aber die sind kaputt, Hexen müssen sie zerstört haben. Du kannst jedes Level mit mythischen Idolen gewinnen, die sie vereint. Dann werden sie auch den gesamten Fluch aufheben. Uff, Hexen haben das Land verflucht. Du kannst nichts auf verfluchtem Land bewegen. Vereine eine beliebige Art von gesehenen Baum oder gesehenen Sprössling, um den Fluch auf dem Land aufzuheben. Ah ja. Ah ja, das wird dann automatisch dahin gepackt, verstehe. Aber das war scheinbar schon? Nee. Ich wollte gerade sagen, hä? Irgendwie stimmt da was nicht. Aber das war's doch schon. Aber ich will noch mehr merchen. Ich kann nicht mehr merchen, es geht nicht. Ne, tatsächlich. Ich habe alles gemaxt. Berghang, 0 von 3 Gewinne. Sieh mal ein paar Eier. Vor einer 3, damit ein Schneereh schlüpft. Magische Rituen ernten dutzig Gegenstände, die du benutzen und vereinen kannst. Sieh zu, wie sie die Segenskugel von den gesehenen Bäumen ernten. Du kannst Segenskugeln antippen, um Segenessenz freizulassen und den Fluch auf dem Land aufzuheben. Du kannst bestimmte Objekte doppelt antippen, damit Kreaturen neue Gegenstände ernten können. Ah ja. Verstehe. Ernte. Keine Kreatur verfügbar. Hm.
Die drei passen zusammen hier. Und der hier. Und die drei. Und die drei scheinbar. Oder wirst du einem von dem? Nee, doch nicht. Wir müssen scheinbar erstmal die vereinen, damit hier wieder neue Gems rausgehauen werden, oder? Ja. Nur eins davon. Also meine Begeisterung hält sich dummerweise jetzt in Grenzen. Ey, guck mal. Wird schon. Berghang 2. Vergiss nicht, dass du die Segenskugeln, Segenskugeln antippen kannst, um den Fluch aufzuheben. Oder du kannst Segenskugeln zu etwas Besserem vereinen. Ach, die sollen wir auch noch verbessern. Das macht er 4 statt 3. Okay. Schneerehe. So, dann warten wir noch ganz kurz. Ich will sie noch nicht mitnehmen. Bling! Bling! So, die Idole kann man merchen. Das war auch schon zu viel, oder? Er spawnt immer so viel. Bin ich überfordert mit. Okay, jetzt haben wir den Garten freigeschaltet. Deine besten Kreaturen. Willkommen im Garten, dies ist unser Zuhause. Das ist das, was wir gesehen haben in der Werbung. Einst war er voller magischer Kreaturen, doch Hexen haben einen Bindungszauber auf das Land gelegt. Je mehr magische Kreaturen du sammelst, desto mehr können wir den Bindungszauber brechen. Willst du wissen, wie du magische Kreaturen sammeln kannst? Bald wirst du Eier retten können, wenn du Levels gewinnst. Dann kannst du sie hierher bringen, um sie auszubrüten. Das können wir jetzt hier merchen. Bonjour. Oh. Kann ich die auch schon ernten? Tippen. Tippen. Ja, auch nochmal. Alles tippen. Na, wenn ich halt mehr Fluch aufgehoben. Kann ich eigentlich ja drei davon mixen? Stimmt, wa? Werden wir sie mal auseinandernehmen. Down, danke sehr. So, und dann die drei. Ding, entdeckt junge Segenskugel. Alter. Ja, genau. Eieiei. Dann kann man es gar nicht damit machen. Ernte sie für Gegenstände. Keine Kre. Oh, das schläft. Oh nein. Gesegneter Sprössling, Level 1. Gesegnete Boy. Bäume, Level 2, gesegnete Blüte, Level 3. Für einen kleinen Segen. Geil. Ja, das ging schon wieder cool. Muss ich sagen. Das gefällt mir. Das hingegen gefällt mir wieder sehr gut. Jetzt brauche ich allerdings 20 Minuten, bis das wieder mal aufwacht. Das ist cool. Obst, Sträuchel ist manchmal gesehen, Sprösslinge in der Nähe wachsen, okay. Was haben wir hier? Um Levels zu spielen. Ach, das ist unsere Energie sozusagen. Feeneier für eine 3, um eine Kreatur auszubrüten. Schneereh, und was haben wir hier noch? Kleine Baumhütte. Ah, brauche ich 7 Holz für, okay. Jetzt habe ich eine zweite. Eine Kreatur muss die Struktur bauen, ah, leck mich doch. Oh, 4 Stück habe ich dafür gebaut, okay. Cool. Na, das hingegen ist schon wieder cool, oder? Achso. Dieses Taste sperrt oder entsperrt Bildschirm ziehen, falls du nach einem. Stell dich, dass du eingeschaltet ist. So, jetzt kann ich nämlich hier auch, ne? Benötigt magische Kraft. 33 Dingens, nämlich magische Kraft, 8 Euro. Und hier seht ihr ganz viel, was man freischalten kann. Was haben wir hier? Sammeln. Komm mal her damit. Kein Platz mehr.
werde hier keine Objekte verkaufen, die werden gemercht. So lautet das Spiel. Merchen. So, dann werden wir hier nochmal merchen. Ich glaube, ich habe ich genug, um nochmal ein Dings zu machen? Ja, wahrscheinlich nicht, weil... Naja, bedauerlich, ich glaube, mir fehlt eine. Ne, hier habe ich drei. Dann kann ich so eine machen. Badum. Oder auch nicht. Badum. Doch, da. Badum. Entdeckt gesegnete Bäumchen. Und jetzt ding, 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 ding. Ihr seht, die Flüche werden aufgehoben. Da kann ich auch was anklicken. Was ist das eigentlich? Achso, dann kriege ich diese kleine Blume. Ja, okay. Alle Jude. Ich sollte sie ernten. Ja, dafür brauche ich natürlich mehr Leute dafür. Ne? Das wäre ganz praktisch für gesegnete Sprösslinge. Ernte sie für Gegenstände. Ach, hier sind so viele kleine Viecher, die rumflattern. Jetzt haben wir hier. Selten, ein Symbol der Freiheit und Stärke. So, okay. Wo kann ich zurück hier zur Karte? Das hingegen, meine lieben Freunde, ist wieder cool, muss ich sagen. Ja. Berghang 3. Wird jetzt gestartet. Levels lassen sich am Ende eine Belohnung aussuchen. In der Regel sind das Münzen und andere nützliche Dinge, manchmal sogar ein Ei. Deine Belohnungen werden in einer Beutekugel an den Garten zurückgeschickt. So, und wir haben natürlich jetzt die Aufgabe, die ehrenvolle Aufgabe, alles zu merchen. Geh mal weg. Deine Belohnungen werden oft etwas enthalten, das du in den Levels erschaffen hast. Das ist doch praktisch. So, zack, 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 zack. Sehr vorzüglich. So. Wie ein Boss. So sieht's aus. Ding, 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 ding. Fabelhaft. Sind aber alle so klein. Komm, chop, chop, chop. Alle so kleine Bäumchen. Damit kann ich doch nichts anfangen. Uff. Merchen. Merchen. Mehr Punkte. Nice. Wähle Belohnung für deinen Garten. Ausgewählt nur von 4. Kostenlos. Gesegnete Blüte. Ach, das kriege ich für meinen Garten. Interessant. Nehme ich natürlich mit. Gesammelt und eine gesegnete Blüte. Nö. Aber so ein zweites Viech für meinen Garten kann nicht schaden. So, warum glitzert das? Immer noch 1 von 3 Gewinne. 1 von 3 Gewinne. Mögliche Belohnungen. Das heißt, ich muss die alle nochmal spielen, oder was? Was ist das? Aufschließen. 3 Stunden für eine Bronzekiste. Leck mich doch. 34 von 633 Objekten haben wir freigeschaltet. Hallo, mein Name ist Luna. Ich reise zwischen Reichen, um seltene Gegenstände zu suchen. Zum Glück gibt es im Myth hier haufenweise davon. Ich werde hier öfter sein, falls du seltene und wertvolle Dinge mit mir handeln wollen. Alles klar, super. Gib mir her den komischen Kinder. Ein Bereich kann ich jetzt hier antippen. Okay. Ding, 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 ding. Das ist eine Münze. Ich kann sogar Münzen zusammenfügen. Allerdings brauche ich 3 dafür. Ah, guck mal, der baut das. Sehr gut. Vorzüglich. Ich habe 3 Eier. Eine Elfe. Ich kann das Zeug erstmal übrigens... Okay. Ich kann die teilweise mehrmals. Warum ist man... Ach, das schläft schon wieder. Ach, kann doch wohl die wahr sein. Schau, ein gefallener Stern. Diese fallen auf das Land, wenn du eine Aufgabe vollendest. Du kannst die antippen, um spezielle Beute zu erhalten. Wo denn? Wo denn? Da?
Du hast 2 von 1069 Sterne verdient. Verdiene Sterne, indem du Aufgaben levelst oder am Garten abschließt. Wie viel kannst du dir holen? Alle selbstverständlich. Alle deine Kreaturen schlafen. Das ist ein guter Moment, um mehr Level zu spielen, die Eier zu verdienen. Je mehr Kreaturen du hast, desto mehr können sie für dich an, bevor sie schlafen. Hier kommst du raus zur Karte. Ja, das Viech läuft jetzt auch. Hier sind jetzt 2 dran, da seht ihr hier. Da ist eine 2 drauf. Ein Stern, hier ist er. 4 Münzen wert. Und eine Kiste. Und nochmal sind da welche. Nice. Ich habe voll Bock, das ein bisschen länger zu spielen. Ich glaube, das bleibt kein angespieltes. Ich glaube, davon mache ich einfach mal eine kleine Videoreihe. Solange, wie ich einfach Bock drauf habe. Boah, sogar ein lila Ding. Man hat ja auch, glaube ich, keine Limitierung. Hier ist auch ein Haken. Keine Limitierung von Energie. Ja, doch, hier. Wir haben Energie in Form von Kompass. Mehr in voll. Okay. Gib mir eine Münze, ich gebe dir ein gesegnetes Bäumchen Stufe 4. Das würde ich dir gerne geben. Einen Moment. Dafür brauche ich dummerweise das hier und das hier und dummerweise das andere auch. Nein, der Münzlager ist voll. Warte, ich habe es nicht gelesen. Ich soll ihm 6 alte Münzen geben, aber ich habe jetzt Münzen ausgeben. Einhornbaby, Goldmünze. 550 Münzen wert. Seelenvogel, Segenskugel. Tipp an, den Fluch auf dem Land so aufzuheben. Segenskraft 65.000 plus. Okay. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, ich find's cool. Ich mache ein paar mehr Parts davon. Ich weiß nicht, wie viele. Solange, wie es mir einfach Spaß macht. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Merch Magic. Danke fürs Zusehen. Aus dem Angespielt wurde schnell ein Let's Play. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.